Kai, ziemlich aufgewühlte Stimmung bei euch. Was meinst du? Ja, ist natürlich, wissen wir alle, dass wir das Spiel blöd verloren haben. Das hätte uns einfach nicht passieren dürfen. Am Ende war es echt aufgewühlt, weil, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir das ganze Spiel durch den Schiedsrichter verloren haben, aber der hat bestimmt einen großen Teil dazu beitragen. Gerade das erste Tor, unserer Meinung nach, war der nie im Leben drin. Unsere Zuschauer sagen, der war nie drin. Vom zweiten Tor, meiner Meinung nach, hier außen ein ganz klares Foul, zwei oder dreimal. Natürlich ist dann ein klarer Elfmeter, aber wenn man das abpfeift, kommst du der Aktion gar nicht. Und dann haben wir leider unglücklich verloren. Wir haben stark angefangen, aber dann haben wir stark nachgelassen. Wir haben nur noch lange Bälle gespielt, nicht mehr Kurzpassspiel gemacht. Und das war einfach unser Problem. Ich habe euch am Anfang zwar als die stärkere oder die angriffsstärkere Mannschaft gesehen, aber es hat irgendwie lange gedauert, bis die richtig großen Chancen kamen. Ja, das stimmt. Wir haben heute recht wenig Chancen für unser Können eigentlich gemacht. Und ja, es lag einfach, wir haben zu viel lange Bälle gespielt. Die ganzen langen Bälle, wo wir vorne rein hatten, Nöttingen, alle abgewehrt, weil wir einfach, ja, wie gesagt, Trainer sagt es gerade, Nöttingen war ein Tick stärker im Kopfballspiel, vor allem die haben hinten drin in der Fünferkette gespielt, haben drei große Schlags hinten drin gehabt und es ist einfach schwer, wenn wir jeden Ball lang nach vorne schlagen und den nur ungenau schlagen, ist einfach schwer von David den Ball festzumachen. Aber ich muss echt sagen, die ersten 20 Minuten haben wir echt gut gespielt, haben wir gut über Außen gespielt, hatten wir auch, der letzte Pass hat halt gefehlt, das müssen wir einfach besser machen und ja, wir glauben an unsere Chance. Wie hast du die Elfmeter gesehen? Ja, wie vorher gesagt schon, den ersten Elfmeter für Nöttingen, den, klar ist ein klarer Elfmeter. Aber wenn man hier am Anfang die Aktion von mir abpfeift, dann kommt es gar nicht zur Reaktion. Wenn ich hier über die komplette Linie renne und dann dreimal gefoult wäre und der Schiedsrichter nicht pfeift, dann weiß ich nicht. Bei uns natürlich kann man geben, muss man nicht geben, meiner Meinung nach. Aber war natürlich nochmal wichtig, weil das war unsere einzige große Chance, die wir eigentlich hatten. Hat der Basti natürlich wieder super reingemacht. Aber wir müssen uns einfach mehr Chancen gegen so eine Mannschaft erarbeiten, auch wenn es schwer gefallen ist halt auf dem Platz. Das Verhalten der Nöttinger zum Spielende haben ja viele als unfair empfunden. Was meinst du? Ja, das sind Emotionen, die wir hochkommen. Wir haben auch Emotionen im Spiel gezeigt. Wir haben faul gespielt, wir haben rumgemotzt, wo eigentlich unnötig war. Klar freuen sich die Nöttingen, die sind jetzt wieder drei Punkte vor uns und die denken jetzt, alles ist gut wieder bei denen, aber die haben jetzt zwei schwere Aufgaben vor der Brust. Wir haben auch schwere Aufgaben vor der Brust, aber es sind nur 8 Spiele, da ist alles möglich und kann alles noch passieren. Die nächsten Aufgaben warten bei euch im Doppelpack. Jetzt kommende Woche zunächst im Pokal gegen Ravensburg und dann geht es weiter in der Oberliga BW gegen die Stuttgarter Kickers 2. Was wären das für Spiele? Ja, es wären natürlich ganz andere Spiele wie hier. Nöttingen, die haben halt alles reingeworfen. Wir wissen, dass die Gegner viel mehr emotionaler gegen uns sind wie gegen andere Mannschaften. Bei Ulm ist einfach eine große Mannschaft, das wissen wir selber. Aber wir wollen natürlich am Mittwoch ganz klar im Pokal weiterkommen. Und dann am Samstag wollen wir natürlich wieder eine andere Leistung zeigen, dass wir wieder gewinnen. Und oben einfach dranbleiben, dass wir einfach Nöttingen jagen wollen. Und das muss einfach unser Ziel sein. Kai, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön.